Das hier ist auch eine absolute Prachtimmobilie. Alter, ich biete 50.000 Dias! Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Logisches Hi-Ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Freunde! Ryan, ich habe gehört, du bist obdachlos. Ja, also ich kann das erklären. Ich bin aufgewacht eines Tages und dann war mein Haus weg. Du Scheiße. Wie wär's, hast du dich schon mal in der Stadt umgesehen, ob du vielleicht irgendwo eine andere Immobilie erwerben kannst oder was mieten möchtest? Du meinst diese ganzen Geringverdiener-Aktien? Also sowas brauche ich hier so wirklich nicht. So ein GG Gaming House oder über was hast du genau nachgedacht? Wow, der Server wirkt auf einmal so lebendig. ja. Also ist normal, ich bin nämlich reich. Was willst du? Du bist reich? Ja. Wie viele Dias hast du denn? Vielleicht können wir dann mal uns so umsehen, ob wir da eine Immobilie finden, die vielleicht so für dich in Frage kommt. Ah, ja, das könnten wir gerne machen. Wo möchtest du als erstes hingehen, Logo? Wir haben verschiedene Immobilien zur Auswahl. Ich habe auch hier meinen Assistenten Gambo dabei. Moin, oh, nee, na? Den vertraue ich nicht, der ist shady. Der will mir irgendwas Komisches verkaufen. Hä, was meinst du? Oh Mann. Ich mach doch Gambo, du weißt ganz genau, was ich meine. Du verkaufst immer nur so shady Aktien und dann auf deiner Bank da. Seit Jahren sind wir hier super unterwegs mit den ganzen Häusern. Ja, was machst du auch so komische Bewegungen beim Reden eigentlich? Hast du mal auf deine Gestik geachtet? Was denn für komische Bewegungen? Das habe ich in meinem Training gelernt. Ich muss menschlicher rüberkommen. Menschlicher, als ob du eine Maschine bist. Ja, Ryan, guck mal, es soll dich ja nicht so erwischen wie Fabo. Der ist obdachlos und lebt mittlerweile draußen, stimmt, außerhalb der Stadt im Wald. Lebt der überhaupt noch? Der ist nicht online. Der sitzt da immer noch. Darf ich hier einziehen? Hier ist ja die Tür auf. Genau, das hier wäre unsere erste Immobilie, die wir uns anschauen können. Der Kacke-Tower. Hier sind noch mehrere. Lässlich. Das ist aber nur eine Eigentumswohnung. Also auch eher eine Mietwohnung, weil ich glaube, du würdest eher mieten. Ist ja nicht mal möbliert, ne? Hier. Ja, ist natürlich noch komplett frei. Ich weiß auch nicht, ob ich mieten würde. Vielleicht auch kaufen tatsächlich. Ja, wir haben hier drei Etagen zur Verfügung. Und ich kann in eine ziehen. Ich miete nur die Etage. Und Ben kommt demnächst online und ich habe mir so mein lila Bett und alles aufgebaut. Und ja, was machst du denn hier? Ja. Ich wohne jetzt hier. Ja, also das wäre so unsere erste Wohnung. Hier gibt es drei verschiedene Etagen von. Alle haben den gleichen, wie sagt man, Querschnitt. Den gleichen, gleichen Quadratmeterpreis auch. Obwohl natürlich die höher gelegenen Wohnungen sind ein bisschen teurer in der Miete. Also wir sind hier natürlich in Bestlage. Ich weiß nicht, wo mein Assistent sich gerade rumtreibt. Check die Fassade. Ist die da? Auf Lock. Also wir wären hier im Monat so bei 200 Dias. 200 Dias, aber das Leasing vom Lamborghini ja günstiger. Das hier ist eine Prachtimmobilie. Junge, da wohne ich lieber im Lambo. Was ist das denn? Außerdem komm mal hier mit raus. Was für Top-Lage. Hm? Hast du mal geguckt, was hier rechts ist? Hier wohnt so ein Verrückter. Hast du mal den Zaun gesehen? Da will ich doch nicht ziehen. Nachher sprengt der irgendwie mein Haus weg oder so. Sieht der aus, dass der verrückt ist. In Dorfzentrumslage. Du bist in wenigen Sekunden im Dorfzentrum. Und du bist schon recht hochgelegen. Es gibt hier nämlich nicht viele hohe Gebäude. Und du hattest ja vorher auch ein sehr hochgelegenes Haus, bevor es da diesen Zwischenfall gab. Also ist schon eine interessante Immobilie, oder? Ja. Aber natürlich nur chillen bestimmt nur die Obdachlosen mal abends. Weil ich chille auch öfter. Ich bin auch obdachlos. Fabo kommt einfach von seinem Baum hierher und beschwert sich wieder. Oh Mann, hier stand mal mein Haus, bevor ich obdachlos war. Ah, die guten alten Zeiten. Und jetzt steht ja dieser Kacke-Tower. Hm. Was ist denn mit dem Besitzer abgesprochen vom Kacke-Tower? Also ich sag mal so, für die Diamanten finden wir sicherlich, das ist deswegen auch so teuer. Ne? Ja, gut, du wohnst direkt in perfekt angebundener Lage beim Kanzler. Ich habe aber ein bisschen Beef mit dem Kanzler, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, dann sollten wir uns eine andere Immobilie vielleicht anschauen. Wir haben natürlich noch einiges im Sortiment. Ich habe das Gefühl, er wollte mich gerade scammen, also das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Niemals würden wir dich scammen, wie kommst du denn da drauf? Es gibt hier noch einige weitere Prachtimmobilien. Begleite mich mal kurz. Boah, ist ja Luxus hier, man wird sogar getragen. Wurde kürzlich erst wieder renoviert, war an den Seiten abgebrannt, gab einige Zwischenfälle, wurde jetzt komplett renoviert. Boah, der Vorbesitzer ist noch nicht ausgezogen, also ist die Innenmöblierung ist natürlich noch, die kann sich ändern. Der Vorbesitzer war ein Mietnomade. Alter, Redstone. Cool.
Das war's mit der Kaution. Dachgeschoss? Ja, hier wird's aber ganz schön warm. Es könnte ja auch jetzt langsam, ist der Sommer. Die Schäden hier wurden alle repariert. Aha. Ja, aber hast mal aufs Tacho, nicht aufs, auf die Temperaturzeige geguckt. Ganz schön warm hier oben. Warum denn? Ja, das Dachschrägen hier sind ja 50 Grad im Sommer drin. Ja, aber du kannst ja auch nur Sachen lagern und unten wohnen. Ja, aber wie klein ist denn das hier? Soll ich ein Kellerkind sein oder ja, was? Ja, es gibt und ja auch noch den Keller mit Kellern. Mit aber ansonsten? Dein Gamingzimmer. Ja, es passt doch hier perfekt hin. Hier, und hast hier einen coolen Backdrop. Ja, das stimmt. Hier packe ich den PC hin, so, ja, dann hier im Streaming-Hintergrund und hier kann ich dann immer Challenges machen. Ja. Ein Tod in Minecraft, gleich eine Liegestütze und dann kann ich hier die Liegestütze machen, hier kann ich so einen Just Dance-Stream genau, machen. Genau, ja, da so. Finanziert sich das Ding quasi von alleine. Ja, das also, stimmt, aber es gäbe hier verschiedene Angebote, also zum Beispiel könntest du mieten, es wären so 20 Dias im Monat. Ja, das ist günstig. Oder natürlich der Erwerb. Wer wäre das? Das könnte schon teurer werden. Ich bin reich, sag das sag wären an. So 800 Dias. 800? Die piss ich! Aber ich hab nicht mal, bin nicht interessiert hier und das ist ein bisschen eng. Also was stört dich denn? Was hättest du denn lieber? Hättest du lieber irgendwie eine größere, eine kleinere Immobilie? Logo, da muss ich ganz kurz nachdenken. Also ich sag mal so, vorher war mein Haus auch ziemlich klein. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Das hat mich oft sehr traurig gemacht. Deswegen hätte ich jetzt gerne eine größere Immobilie. Wenn du das noch einmal machst, sterbe ich wirklich. Ich kann nicht. Mich scheppert's. Junge, das sieht überhaupt nicht gesund aus. Die Immobilie ist dir zu klein, dann haben wir noch eine andere absolute Prachtimmobilie im Katalog. Oh mein Gott, okay. Oh. Hier was noch vom Vormieter? Und die echte Austin Lean hat hier gewohnt? Ja. Ich bin ein großer Fan! Das steigert natürlich auch den Wert. Aber wir können uns das Ganze ja innen erstmal anschauen. Wurde auch erst kürzlich wieder renoviert. Es gab nämlich einige Schäden. Steigert den Wert. Austin Lean finde ich voll kacke, ey. Dann will ich hier nicht wohnen. Okay, das senkt natürlich den Wert. Ja, das hab ich auch gehofft. Ja, hier unten, so mit kleinem Küchenabteil, raus zum Balkon. Oh, das ist eine schöne Aussicht hier. Ja, das fantastische Aussicht. Was ist das denn auf dem Dach da? Naja, ja, das ist genau das. Hier sieht man sehr viele Gambo-Immobilien. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, dann gehen wir erstmal wieder rein. Super. Hier ist reichlich Platz. Also vergleichsweise zu deinem alten Haus gibt es hier echt wirklich eine Menge freien Raum, den du nutzen kannst. Ja, das stimmt. Boah, das ist riesig hier. Das Alter, ist das echt gefällt groß, mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie teuer wären hier die Miete? Das wären 40 Dias im Monat. 40? Ja, wir könnten natürlich auch nochmal so verhandeln, wenn wir über einen längeren Zeitraum, also wenn du die Miete... Was ist letzter Preis, Bruder? Was ist letzter Preis? Ja, also wenn wir vielleicht wenn du fest unterschreibst, dass du 3 Monatsmieten voraus bezahlst, könnten wir auf 20 Dias runtergehen. Habe ich auch eine Versicherung? Was, wenn das hier weggesprengt wird, so von so einem Verrückten, das mir schon mal passiert? Das ist auf der Hausgröße echt teuer. Ja. Aber für Versicherung bin ich jetzt hier nicht zuständig. Da kann okay, mir sicherlich... Na, mit dem doch nicht, auf gar keinen Fall. Warte mal, ich hab da... Kannst du mal mit rauskommen? Können doch mal kurz quatschen. Nee. Nein, ich hab da ein super Angebot für dich. Hier vorne, irgendwas... Ich weiß auch nicht. Irgendwas juckt mich in den Fingern. Es liegt mir auf der Zunge. Ich kann es dir besser zeigen, als es jetzt zu sagen. Was ist das hier? Ist das eine Kopie von meinem Haus, oder? Nee. Ich glaube, das andere ist das Originalstück. Wer ist denn Elina Gomez? Ach du Kacke. Noch nie gehört. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Du kannst dein Bett auch hier hinpacken, auf Harry Potter angelehnt. Ja, das stimmt. Wir können uns auch erstmal noch andere Immobilien anschauen, bevor du dich... Oh, es gibt noch mehr. Ja, es gibt noch mehr. Ah, ja, dann schauen wir uns erstmal die anderen an. Wir haben hier vorne noch eine richtige Prachtimmobilie. Oh, Tür zu. So. Jetzt bin ich aber selber gespannt. Das hier ist auch eine absolute Prachtimmobilie. Alter. Der Vorbesitzer. Ja, aber was mir hier schon nicht gefällt, ist, dass hier immer eigentlich Raketen drin sein sollen. Aber da sind nie welche drin und ich habe bald keine mehr. Oh, sogar mit einer. Oh, Alarmanlage. Ja, okay. Krass, oder? Ja, Kerzen. Kleiner Teich. Was ist das denn? Das ist ein Verrückter im Teich. Ja, natürlich noch vom Vormieter möbliert.
Ja, das ist aber ganz schick. Großes Aquarium. Oh, mit Haustieren inklusive. Nee, die sind natürlich noch vom Vormieter. Ach so, und der lässt sie einfach hier verrotten, während der umgezogen ist? Das ist aber herzlos. Also mit dem Umziehen, das ist alles noch. Ach, der wohnt hier noch. Aber hier in dem Haus wäre es ganz wichtig, dass du direkt 5 Monatsmieten vorausbezahlst. Und was ist mit dem, Typen, der dir jetzt gerade mietet? Der stößt die ab und hat die dann an mich verkauft. Und du müsstest dann sofort heute noch bezahlen. Dann kannst du sofort einziehen. Oh, die Vögel, wirklich. Ist das nicht idyllisch? Da will man doch gleich einziehen. Das war Ryan, das war kein Vogel bei mir. Da will man gleich einziehen, oder? Oh, wie schön. Wo kommt die her? Ich höre sie. Ja, hier draußen Vögel. Von den Bäumen. Könnte meins bald sein, krass. Da musst du noch direkt heute 200 Dias anzahlen. Aber wir machen erstmal die Tour. Wir machen erstmal die Tour weiter. Das ist doch eine Prachtimmobilie. Weiß ich. Das sieht so aus, als ob das ein Tutorial-Haus ist. Hä? Tutorial-Haus? Ja, oder Pinterest oder keine Ahnung was. Ben muss weg, ja? Das ist schon mal ganz ja, schick. Das Haus steht schon länger leer, deswegen könnten wir hier über einen sehr niedrigen Preis vielleicht diskutieren. Das ist schon ein bisschen morsch, ne? Ach. Ja, doch, guck mal. Das ist noch aus der Gründerzeit. Guck. Ey! Guck, einfach kaputt gegangen. Ich hab's so angepustet. Angepustet, weiß ich nicht. Das ist ein Designerhaus. Ja. Ich denk das nämlich selber. Das hat auch eine wirklich. Komm mal raus. Das hat eine fantastische Aussicht. Schau dir das mal an. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Vor allem die Biene hier. Du kannst hier unten sogar dein eigenes Gemüse anbauen. Hm. Hast du das gesehen? Was? Nee. Schau mal, unten. Und so viel Stauraum. Hm. Oh, geheimer Keller eigentlich, ne? Weil das weiß ja niemand, dass hier nochmal was ist. Geheimer Geheimkeller man ist das dann. Man könnte eventuell auch über vielleicht für den Aufschlag von 1, 2 Dias über einen neuen Kellerabteil reden. Der kann hier easy noch ausgebaut werden. Okay. Also das Ganze würde es zur Miete oder als Eigentumserwerb geben. Ja, vielleicht verkaufe ich das und vermiete das an Gambo. Oh, das ist natürlich smart. Ja. Ja. Jetzt kommt natürlich drauf an, wer mehr bietet. Big Business Move. Weil Gambo könnte es ja auch kaufen. Ja, das stimmt. Ich biete 50.000 Dias! Ich muss sie haben, die Wohnung hier oder das Haus. Verkauft. War ein Witz, war ein Prank. War ein Joke. 50.000, soll man ausrechnen, wie viele Stacks das sind? Ja, rechne mal. Nein, ich rechne bitte nicht. Ja, da kommen wir drauf zurück. Gibt es noch andere Immobilien? Ja, natürlich. Eine habe ich noch. Ich glaube, die könnte es sein. Die könnte es wirklich sein. Okay, ich mache die Augen zu. Ich mache sie im Real Life zu. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. So. Nein, ich höre nur Gambo. Okay, darf ich gucken? Ja. Alter, ist das ein Designerhaus? Junge. Das sieht ja fast so aus wie das andere, was wir da hatten, aber ein schöner. Auch hier. Ah ja, stimmt. Hier war vorhin der ganze Platz, um Sachen zu verstauen. Junge. Das hat aber was. Das sieht echt cool aus. Alter, wie teuer wäre das? Kommt jetzt drauf an. Na, mieten oder kaufen. Das ist brandneu. Ja. Ja, aber lieber die Miete, weil ich glaube nicht, dass ich hier was kaufen will. Ich habe das Gefühl, hier ist der Preis nachher nicht so gut oder der Kurs, wenn ich das irgendwann verkaufen will. Hm. Weil eben brauchen wir erstmal Zugangskarten, überhaupt hinzukommen. Smart. 20 Dias im Monat. Das ist noch günstig für so ein Designerhaus, ne? Kann man sich das Ding auch liefern lassen? Ja. Oh. Ach, ich kann das auch kaufen und dann wird mir das woanders hingeliefert? Ja. Alter. Aber natürlich ohne Inneneinrichtung. Also es ist nur das reine Haus. Wie teuer wäre das denn zu kaufen? 200 Dias. 200? Ja, feinste Materialien. Die kommen alle aus der Ancient City. Nein! Doch. Das ist recyceltes Material. Stimmt, das ist Ancient City Wolle. Die ist ganz selten. 100% Bio. 100% recycelt. Da müsste ich leider passen, das ist mir ein bisschen zu teuer und irgendwie ist es auch alles aus einem Material. Das ist zwar seltenes Ancient City Material, aber trotzdem, das ist nicht ganz so mein Stil, weißt du? Na gut, irgendeine von denen, die wir uns angeguckt haben? Ja, am besten hat mir das Haus gefallen, was Elina kopiert hat. Okay, ja dann. Das ist halt ein bisschen traurig, dass sie das gleiche Haus hat. Da müsste ich dann mal mit ihr ein ernstes Wörtchen drüber reden. Okay, na dann machen wir jetzt Vertrag fertig. Oh, nein, okay. Dann sind wir Nachbarn. Ja, warte, wir haben noch nicht den Preis verhandelt. Ach, stimmt. Okay, Preisverhandlung. Yeah. Okay. Dann mach mir ein Angebot. Du möchtest es mieten. Mieten.
Genau, und wir hatten wie viele Monate nochmal gesagt? Waren es 3 Monate vorausgezahlt, dass wir dann um eine Preisminderung auf 15 Dias könnten wir runtergehen? Ja, aber da hatte ich schon runtergehandelt, dass das eher, also über 12 geht da nix. Das ist ja schon, wie gesagt, das sinkt im Wert, das gibt's schon ein zweites Mal auf dem Server. Dann habe ich jetzt noch erfahren, dass Gambo mein Nachbar ist, also wäre ich eher... Ey, das ist eine absolute Aufwertung. Nein, dann machen wir 12. 3 Monate Vorzahlung, bam, das Ding kann sofort bezogen werden. 11, weil dann sind es 33, das ist eine lustige Zahl. Okay. Ja. Da machen wir 11. 33 eine lustige Zahl. Weil es 3 und 3 ist. Achso, oh, stimmt, Bro. Krass. Holy. Und das Doppelte ist einfach 66. Nein. Dann gebe ich dir 66. Nicht. Okay, na dann suchen wir uns mal kurz ein Buch, dann schreiben wir kurz den Mietvertrag auf. Alter, das sieht man auch schon, das ist riesig, ne? Wenn man ja, da von oben das so drauf Ding guckt. Ist echt riesig. Alter. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Wir müssen doch ein bisschen realistisch bleiben hier. Du kriegst ja keine Wohnung ohne Kaution. Junge, ich mach mit dir keine Grillabende, wenn das so weitergeht. Jetzt warum? Das war ein fixer Vertrag bei uns. Wir machen spaßige Grillabende zusammen. Echt, ey. Ja, du ruinierst mir hier alles. Willst du das nicht, dass ich dein Nachbar werde? 3 Dias, Ryan. 3 Dias. Du hast irgendwie 30, 40 Blöcke. Ich bin nicht dadurch reich geworden, dass ich einfach auf Kleingeld scheiße. Weißt du, du musst, jeder Cent ist was wert. Du kriegst das Geld doch zurück. Du musst deinen Besitz einfach nur gut behandeln. Ja, aber hier wohnt so ein verrückter Typ, der sprengt immer meine Häuser in die Luft. Ich weiß nicht, was der will. Dann solltest du deine Steuern zahlen. Ja, so aber wie jeder hier. Den trotzdem. Ich bin nur so reich geworden, weil ich keine Steuern zahle. Okay. Okay, also du hast auch ein festes Arbeitsverhältnis. Ja. Apropos, ja, was ist eigentlich Sorge. Mit der Grunderwerbsteuer? So, hier bitteschön. Okay, also hier haben Sie erstmal Kaution. Können Sie gerne nachzählen. Ah, perfekt, passt, ja. Und hier sind die 3 Monatsmieten. Ah, perfekt. Super, by the way, ich kriege heute Gehalt. Ich habe ja mein letztes Gehalt schon geskippt vor 2 Wochen, aber ich hätte gerne wenigstens mein Gehalt von heute. Ah, okay, was ist denn dein Gehalt? 33 Dias. Ich glaube, 20 waren es, oder? Ich weiß es nicht, du hast mir nie gesagt, was mein Gehalt ist. Du hast mir irgendwie immer random was gegeben. Ja, weil da musste ich mich mit Zahlen beschäftigen und ich sage ganz ehrlich, das habe ich immer gut vermieden. Ach Mann, ey, was man verdient, ist man doch gleich wieder los. Ey, du hast schon, ich habe schon vor 2 Wochen mein Gehalt nicht bekommen, okay? Sei zufrieden, dass ich jetzt dich hier nicht anklage. Ich gehe mal zum Betriebsrat. Okay, nein, danke. Sowas gibt's bei mir nicht. Was? Ja, stimmt, wir sind noch zu wenig Mitarbeiter dafür. Ich bin einfach selbst Teil vom Mitarbeiterrat. So, super. Ja, dann können wir jetzt deine ganzen Sachen holen. Raus hier, das ist mein Haus! Raus hier, ich hab das gemietet! Ich will keinen hier drin haben, ihr müsst erst klingeln! Es gibt keine Klingel. Du hast keine Klingel. Oh, dann kommt rein. Sorry. Guck mal hier, das beste Feature habe ich ja gar nicht gezeigt. Es gibt doch diesen coolen Schrank hier. Alter. Gambo, du Langfinger, pack den Helm sofort wieder zurück. Das ist Arbeitsmaterial, schnell bitte. Okay, danke. Schnell bitte. Der wird schon ganz nervös. Der Schrank ist so riesig, Alter. Gambo könnte da eigentlich wirklich wohnen. Junge, begehbarer Kleider. Na, man packt da jetzt einfach ein Bett rein, dann kann Gambo da wirklich wohnen. Let's go. Alter, das ist eine heftige Immobilie. So, ja, sag ich ganz ehrlich. Das ist echt heftig. Das ist für die Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge, meine Freunde, wieder. Bis dann, Leute, logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.